Hallo Leute, was hat Kaiser Wilhelm mit der ältesten Jugendherberge der Welt zu tun? Und wo liegt die überhaupt? Hallo Camping- und Reisefreunde, ich bin der Hanjörg vom YouTube-Kanal Reisefalter und ich werde euch unter anderem diese beiden Fragen beantworten. Zur ersten Frage. Der Kaiser Wilhelm hatte hier im Sauerland im Märkischen Kreis sein Jagdgebiet. Er war also unheimlich gerne hier. Und er hatte auch eine Burg, das war die Burg Altena, ziemlich zerfallen, das ist eine alte Hohenzollernburg. Und ja, da war nichts mehr viel mit los. Und er hatte ein Manöver 1906 in Münster. Und da tauchte einer auf, nämlich der Landrat von Altena, vom Märkischen Kreis und hat ihm offeriert, man könne doch aus dieser Burg etwas machen. Also der Plan war, die Burg aufzubauen und darin eine Jugendherberge zu installieren für die Erbauung der Wanderer, die hier im Sauerland wandern. 1907 nahm er die Pläne in Augenschein und 1909 begann der Bau. Er hat sich auch nicht lumpen lassen, also etwas spendiert für den Bau dieser Burg. 1912 war die Burg fertig und die Jugendherberge. Und sie war damit die älteste feste Jugendherberge der Welt. Ja, und zur zweiten Frage, das ahnt ihr schon. Wir sind auf der Burg Altena und hier ist diese älteste Jugendherberge der Welt. Wie man von meiner Heimatstadt Schwerte hier nach Altena kommt, zeige ich euch mal eben auf der Karte. Das ist gar nicht so schwer. Altena ist also gut zu finden. Und dann gibt es mehrere Wege hier hoch. Einmal mit dem Auto bis hoch zur Burg. Das ist das Einfachste. Ihr könnt aber unten am Parkhaus in Altena parken und den Berg hochlaufen. Direkt am Parkplatz hier beginnt auch der Rundgang um die Burg. Ihr könnt aber auch unten am Gasthaus parken. Da seht ihr mal, wie beschwerlich das hier ist. Das habe ich auch gemacht. Direkt von der Altstadt führt ein Weg hier hoch. Ist eine sportliche Nummer, kann ich euch sagen. Ich war ziemlich außer Puste. Aber Wandern gehört ja zum Geschäft. Also hier durch die Altstadt, dann habt ihr hervorragende Aussichten auch auf die Altstadt und die Umgebung und kommt dann diesen steilen Weg hier hoch. Ja, und da ist dann schon das Tor und dann freut man sich aber schon mal drauf, dass man in die Burg kann. Hier geht es endlich in die Burg. Und wer ein wenig Durst hat und was essen muss, es gibt auch eine Burgschenke und gibt wunderschöne Ausblicke auf das Tal, wenn man hier durch die Luken, durch die Schießscharten schaut. Und dann kommt man in einen nächsten Burghof, der auch als Parkplatz genutzt werden kann für die Jugendherberge. Hier kommen wir jetzt weiter in den Burginnenhof. Und da begrüßt uns auch die alte Anlage der alten Jugendherberge. Genau, hier ist die alte Jugendherberge gewesen. Das kann man sich alles anschauen. Da kann man reingehen, was wir nachher auch sicher machen. Ja, 1900 und
2009 ist die Jugendherberge fertig gewesen. Und es gibt noch einen dritten Weg, nämlich viel interessanter, per Aufzug, per Erlebnisaufzug zur Burg. Und der Aufzug endet hier mitten in der Burg, mitten auf dem Burghof. Und da begrüßt uns dann das Innenleben dieser Burg. Und wie wir da am besten hinkommen, das ist jetzt dran. Hier auf der Webseite könnt ihr euch nochmal informieren, wie man zur Burg kommt, zum Aufzug und was da so geboten wird. Ja, Camping- und Reisefreunde, hier geht es zum Aufzug. Dann kommt mal mit. Hier könnt ihr die Karten kaufen. Es gibt auch Kombikarten, Burg und Aufzug. So, wir gehen jetzt mal hier durch den Tunnel. Da scheinen sich einige schon zu belegen. Die sind aber laut. Hier im Tunnel gibt es jede Menge Informationen und eine halbe Stunde seid ihr hier bestimmt auch drin. Für wahr, eine Quelle. Achtet auf euer Schuhwerk, werte Gäste. Wollt ihr wissen, wo das Wasser herkommt? Ja, und das ist der Beweis, dass ich hier war. Genauso wie diese Herrschaften wollen wir natürlich auch mit dem Fahrstuhl fahren und müssen uns ebenfalls anstellen. So, jetzt sind wir dran und können einsteigen. Hier geht es zur ersten Ausstellung, wie Eisen erzeugt wird. Eine lehrreiche Ausstellung, ganz besonders und natürlich auch für Kinder geeignet, die dann erstmal kennenlernen, wie hier Eisen erzeugt wird und verarbeitet wird. Jetzt geht es in die älteste Jugendherberge der Welt, und zwar in den älteren Teil dieser Jugendherberge, denn die ist inzwischen eine ganz moderne Jugendherberge. Das ist der Aufenthaltsraum und im hinteren Teil befindet sich dann auch die Küche. Wir gehen jetzt in einen Schlafraum, das ist der Jungenschlafraum.
Und so ungemütlich, wie das jetzt aussieht, das war damals eine ganz tolle Sache. Heute sind die Betten natürlich viel freundlicher in der neuen Jugendherberge auf dem Burghof. Hier gibt es natürlich auch einen Imbissstand mit lecker Bratwurst, nur original mit Senf. Wir gehen in die Burg hinein. Es ist verboten, mit einem Stativ zu filmen und Blitzlicht ist verboten. Und ihr müsst eure Rucksäcke abgeben. Der alte Fritz begrüßt euch und dann könnt ihr die Inneneinrichtung besichtigen, die wunderschöne Ausstellung. Das ist der Raum, wo sich dann die Kinder auch zu Rittern verkleiden können. Diesmal war die Sonderausstellung der Augsburger Puppenkiste hier und die Enkel konnten mal schauen, was die Opas alles so schon mal im Fernsehen gesehen haben. Oder hier. Runter riechen. So, das ist die Abteilung mit den vielen Sprichworten. Eine große Sammlung von Ausdrücken, die es heute noch gibt. So, hier kommt ein Rätsel, das ich dann am Ende des Videos auflösen werde. Und dieses Rätsel, was verbirgt sich dahinter für einen Ausdruck? Also, das sind jetzt niederländische Sprichworte und die kann man dann per Knopfdruck sich anzeigen lassen. Ja? Auch nicht schlecht. So, jetzt geht es hier mal eine steile Wendeltreppe runter zum nächsten Teil der Ausstellung. Hallo liebe Reisefreunde, ihr kennt jetzt ein wenig von der ältesten Jugendherberge der Welt. Die wichtigen Links, um hierher zu kommen und eine solche schöne Reise zu planen, habe ich euch in die Videobeschreibung gesteckt. Und noch ein Hinweis nebenbei, die Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband, müsst ihr mal überlegen, ist eigentlich etwas für die ganze Familie. So, jetzt geht's wieder zurück. Schauen wir mal, wer uns da begegnet. Nun die Auflösung des Rätsels, das ist hier einen Zacken zustellen. Wenn der Topf also weiter zum Feuer runter geht, wird die Suppe heißer. Also einen Zacken zustellen, heißer machen. Und dieses Rätsel ist, hier unten fließt der Schnodder rein von dieser Pfeife und das heißt dann Saftsack.
So, hier kommen schon die nächsten Abenteuer. Und ich wünsche euch viel Spaß und tschüss, euer Hanjörg.